Andere sind Gamer, ich bin Gamer. Ja, der war total toll. Hat mir letztens jemand in den Kommentar geschrieben, ey, auf den Grau zu machen, ey, du bist nicht lustig. Tja, das muss ich ja nicht. Ich muss ja nicht lustig sein, das ist doch gar nicht wichtig. Ich überlege jetzt mal dann ganze Zeit so eine Aufnahme wie Gronkh dann, also richtig schön veräppeln und so ein Scheiß. Ich glaube, das hätte ihn dann sehr gefreut. Oh, danke, dass wir gleich zwei reinfahren, echt. Sehr freundlich von den Leuten auf jeden Fall. Aber war sie gerade eben noch hier, wo wir da vorne den Geldkoffer geklaut haben? Ist doch so. Und weil wir halt cool sind, fahren wir einfach querfeldein und nicht gerade den Weg entlang. Yippie, Rehe! Ein Baum! Oh, das ging mal in ein Auto gerannt, dafür kann ich nichts. Ah, jetzt steigt mal aus hier. Das ist doch eine tolle Wohngegend hier. Ach, hör doch auf, wie spät ist denn das schon wieder? 5 und 19 Uhr. 19.05 Uhr! Oh, Alter, leck mich doch! Ja, Klites, Klasse, Los Cantos. Ein Auftrag von einer Kante für dein Fahrzeug Boli wurde ausgeführt. Ich würde gerne mal zum Trevor nach Hause fahren. Ah, da hast du gerade einen Auftrag, ne? Kann das sein? Der wohnt ja wieder so weit weg. Das ist doch alles doof. Ich würde gerne sein Auto holen. Ich habe das nämlich ein bisschen getuned. Das ist jetzt so weit weg und dann müssen wir wieder dahin fahren und zurückfahren und. Ja, das machen wir später. Minuteman. Wir gehen erstmal zum M. Wir klauen uns das Quad von dem. Müsst uns ja nicht übel nehmen, ne? Hallo? Ja, das Quad. Das Quad geht nicht an. Ist natürlich auch geil. Ja, müssen wir doch hier den wieder nehmen. Der wird jetzt super vorankommen hier im Regen. Ja, wie gesagt, wird der super vorankommen. Geil wäre ja auch, wenn hier im Laufe der Zeit bei GTA, ja, das Auto kommt hier noch sehr weit voran, wenn hier bei GTA dann auch die Jahreszeiten ändern würden, das wäre natürlich hier sehr geil. Aber das Auto mir nicht gehorchen will, gibt es halt eine Breitseite, ne? Kennen wir ja. Na klar, ich hab doch aufs Auto drauf gezählt, oder? So, böses Auto. Einfach nur halt aus Prinzip, ne? Habe ich nicht beim Scharfschützengewehr mal mehr Muni gehabt? Oh Gott, ich werde die Bullen angeschissen. Ihr wisst ja eh nicht, wo ich bin. Ich bin nämlich hier unten. Da können wir ganz gemütlich an dem vorbeilaufen. Spaß das. Dann schicken sie gleich zwei Bullen, war wahrscheinlich pro Explosion ein. Muss da hochkommen. Nein. Entschuldigung, ich brauche ein Auto. Oh, danke. Oh, verdammt. Meine Hüfte. Ich bin alt und gebrechlich, du Schwein. Oh, scheiß blonder Hippie. Danke. Good Lord above. Ich find's halt kacke bei der iFruit App von Rockstar. Da kann man zwar auch sein Auto tunen, aber man hat nicht so viele Möglichkeiten. Das finde ich wieder ein bisschen doof. Aber zum Beispiel, glaube ich, nur zwei Hupenauswahl und so ein Scheiß. Aber ich weiß nicht, wie oft die das noch patchen werden, das Ding. Oder updaten in diesem Fall. You hit me! Was hupen die denn alle, Alter? Sind die das von mir? Dass ich die ganze Zeit hier rumfahren würde und hupen würde, ey. Ehrlich. Ist doch ekelhaft, sowas. Wir müssen noch mit der Seilbahn fahren, das will ich auch noch machen.
Wir müssen noch, ich will noch so vieles machen, Alter. Ich will so ganz vieles machen. Und am besten, am lustigsten wird es dann das Spiel, also das Offline-Game, wenn ich dann durch bin. Das wird dann richtig geil. Da müsst ihr dann, das wird dann halt das, irgendwas. Da war irgendwo eine Dingens. Hatten wir einen Geldkoffer? Ach so. Hör, wo ist der? Wo ist der? Oh, ich sehe ihn nicht. Nein, Alter, lauf. Alter, ich hab auch keine. Das Fahrrad Hartz IV Deutsch. Ach, sorry, ich hasse aber Hartz IV-Empfänger. Also diese Hartz IV-Empfänger, die halt Hartz IV empfangen und keinen Bock haben, sich einen Job zu suchen, die hasse ich am allermeisten. Geht sterben oder euch einen Job suchen, je nachdem, ne? Man geht irgendwo nach Afghanistan, einen schönen Krieg, setzt euch an die Front und lasst euch abknallen. So, yay. Das war wieder eine tolle Nebenmission. Habe schon mir $10.000 sinnlos komplett verloren bis jetzt, weil ich noch nicht gepackt habe. Was ist doch das M weg, Alter? Ey, Mann, ich habe auch so ein Glück. Ja, toll. Was machen wir jetzt? Ich will doch alles nur und so. Hat mir nicht damals von diesen beiden. Mich so keinen FC Barcelona-Fan anrufen? Kann ich nicht. Ich hatte doch hier diese beiden Typen hier. Boah, wie hießen die denn? Ich komme einfach nicht drauf klar, wie die hießen. Ich will unspeakable things to you. I'll be waiting for you at the marina. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Okay. Jetzt sollen wir mal Ursula markieren am Yachthafen. Lass mich raten, das wäre 10 Milliarden Kilometer entfernt. Wo ist denn der? Ach da. Ey, jetzt sind wir fast bei Trevor zu Hause. Können wir den seine Karre abholen? Na toll. Ich glaube, es wird eine etwas längere Fahrt. Ich hoffe, das ist nicht wie bei GTA San Andreas oder GTA 4, wo es auf Zeit geht. Wo es auch ziemlich realistisch ist, weil wenn du eine Frau anrufst, ja, Dates und so, dann sagt man natürlich auch die Zeit an wann, ne? Das kann man sich irgendwie nicht aussuchen. Das ist ja halt einfach nur, ja, ich bin jetzt sofort vor der Tür und warte 10 Stunden, bis du da bist. Sehr realistisch. Denn wenn eine Frau sowas tun will, würde es entweder sehr verzweifelt sein oder sehr selbstbewusst. Wo ich das erste darauf mal mehr blendiere. Wir düsen jetzt erstmal quer durch die Gegend. Nein, ich will nicht wechseln. Radiosender war hier, ne? Oder das hört man eh fast nicht, weil ich ja den Radiosender so leise gemacht habe. Weil die GEMA ja jedes Mal wegen irgendeiner Scheiße rumhört. Und wenn die rumhört und wenn die nur. Bis ich wahrscheinlich nur ein Wort aus dem Song hört, zum Beispiel Ei. Ja, dann, oh Alter, das war auf jeden Fall aus irgendeinem Song, da müssen wir gleich anprangern und rumheulen und irre, können sie machen, urheberrechtlich geschützt und bla bla, Alter. Ey. Ganz ehrlich, wenn die GEMA weiter so einen Kurs fährt, dann wird die bald nicht mehr existieren. Und das hoffen wir ja alle. Dann können wir bei YouTube wieder ordentliche Videos machen. Ich würde schon mal lange so ein geiles GTA 5 Video machen mit Limp Bizkit Mucke, aber halt als monetarisieren, aber das geht ja nicht, weil die GEMA gleich wieder. Das ist. Ja, ganz ehrlich, die paar Cent, die oder die paar Euro, die ich damit verdiene, da werde ich Limp Bizkit keinen Schaden zufügen. Was die verdienen mit ein paar, wie sich die sind Multimillionäre oder keine Ahnung, wie viel die verdienen. Da werde ich mit meinen paar 100 Euro, die ich da eventuell dran verdiene, die nicht gerade zum Bankrott führen, kann ich mir nicht vorstellen. Bei Snoop Dogg und wesentlich berühmtere Rapper, also in diesem Fall Rapper und Leute und hast nicht gesehen, die interessiert glaube ich noch viel, viel weniger. Warum verstehe ich die GEMA nicht, Alter? Die GEMA ist ja so überaus scheiße einfach nur.
dass sie überhaupt geduldet werden, ist ja schon das Krasse, Alter. Die sollten einfach nur abhauen, Alter. So ein reicher Fuzzi kommen, like a Facebook oder like a Google, die aufkaufen und einfach alle rausschmeißen und das Ding schließen, Alter. Das wäre echt so eine geile Aktion. Na, guck mal, ein Quad. Naja, was soll's. Ist ja wie ein Motorradfahrer, fast. Weil sie halt nicht so schnell sind. Ach, guck mal, kommen wir an Tovas Haus vorbei, dann können wir gleich unseren Transporter abholen. Da ist er. Hat er jetzt schon die neuen Felgen drauf? Mal gucken. Ja, hat er. Sieht aber scheiße aus. Hätte ich nicht gedacht, dass das so kacke aussieht. Das wird zum einiges schneller sein, weil ich habe da ein bisschen Turbo reingehauen und so ein Zeug alles. Ja, also ist auf jeden Fall nicht mehr so langsam wie vorher. Huch, Alter, Vorsicht. Wieso gibt es ja noch keine Arbeiterkinder oder Arbeitersklaven? Das müsst ihr noch reinpatchen, das Spiel. Da ist sie. Das ist ein Yachthafen. Hatten die da einen Rucksack auf? Wie lange wollen wir jetzt das Date hier haben? Ich wollte jetzt eigentlich nur schnell hier... Knick, knack. Bringen sie nach Hause? Hä? Was? Hä? Das beste Date ever. Ey, das ist das... Das ist das geilste Date ever. Bringen sie nach Hause. Aha. Ja, also die Dates sind mir auch die liebsten. Hey, Süße. Bring mich nach Hause. Okay, war super Date. Haben wir echt viel erlebt. Was? Verstehe gerade nicht den Sinn, warum ich jetzt gleich nach Hause bringen soll. Also das ist mir jetzt ein bisschen konfus. Konfuzius. Hey, guck mal, ein Quad. Nee, mach ich lieber nicht. You're making Uncle T very happy. Happy. Ich staune, dass gerade kein Untertitel da ist. Ist wahrscheinlich wegen den guten Updates, die sie machen. Von Rockstar. Darum wird das wahrscheinlich gerade weg sein. Oh, Hilfe! Oh, Frühstück. Das ist mir auf die Straße gerannt. Ja, hallo, da darf man nicht abbremsen, nicht ausweichen, nichts. Man muss drauf zuhalten. Da könnt ihr jetzt mal erzählen, was er wollt. Das lernt man in der Fahrschule. Was ist Bad? War ich jetzt ein Blutfleck? Guckt ihr uns die ganze Zeit an? Das ist mir ein bisschen unangenehm. Ich wollte doch ordentlich fahren. Was? Oh. Aber ich verstehe jetzt nicht ganz, warum ich die gleich nach Hause. Hä? Ich raff das nicht. Oh. Nobody would disturb us out here. No? Come on, don't be shy. Okay. Ursula, ich folge dir nach Hause. Aha, erstmal mehr vorbeigehen, okay. Na guck, jetzt sogar zu Halloween Kürbis hier rumstehen. Das hätten sie sich sonderlich geschmückt, aber der ist halt da, ne? Ah, ein schönes Landhaus. Ich finde das Haus irgendwie cool, außer der Schornstein sieht ein bisschen seltsam aus. Now put the diaper on! Was? Don't stroke, slap! Oh Gott, ein trauriger Tag. Der Sex muss so gut gewesen sein, da fängt gleich der Himmel an zu weinen. Da steht gerade schon ein Beam auf der Treppe. Alter Verwalter. Der hat ja wohl ordentlich gefeiert. Das ist ein Leuchtturm. Jetzt gehen wir in unseren super überdachten Auto. Oh, so klar, Alter, diese kleine Ecke, Alter. Und ich fahre natürlich voll rein. Oh, hoppala. Sorry, Schatz. Ich packe immer so aus. Jetzt können wir jetzt zu M fahren. Ich hoffe, das verschwindet dann nicht wieder. Dann kriege ich hier irgendwann einen Anfall. Oh, jetzt können wir ganz Stück wieder zurückfahren. Yeah. Dann wird das M verschwindet. Dann raste ich hier aber ein bisschen aus. Oh, ich glaube, ihr Ehemann kommt gerade nach Hause. Na, ist nicht schlimm.
Auch noch rechtzeitig geschafft. Hunde! The Apex Predator in action. Das sind nur virtuelle Tiere, nicht, dass gleich wieder alle rumheulen. Nein, du hast einfach nur kein Herz, du bist ein Arschloch. Ich habe auch kein Herz, ich bin Gamer. Ich bin kaltblütig. Du bist immer zu gut. Was? Du bist immer gut für einen schönen Ausritt. Haha, ja, verstanden, Ausritt und so. Ja. Oh. Oh. Hm. Oh, das Bild geht noch weiter. Warte, konzentriere mich gerade vor auf das Bild. Sexy. Kriegt ihr solche SMSs? Kann ich jetzt Hintergrundbild machen? Ich bin ja froh, dass sie gerade die Hände davor gehalten hat, ansonsten hätte ich das noch zensieren müssen. Halt! Oh, da liegt jemand am Graben. Oh, 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 ich helfe dir. Schnell! Kann ich dir helfen? Kann ich dir helfen? Okay, well, come on then. You got yourself in quite a pickle, haven't you, little lady? Das ist eine Frau? Und nun? So, I'm assuming hospital, right? Ich glaube, die kann. No hospitals. Can you take me to Sandy Shores? I got people there who can help me out. Cholo Springs Avenue. Sandy Shores. Your lucky day. We're virtually neighbors. I assume you've heard of Trevor Phillips Enterprises. What? No, I don't think so. Hmm. No point introducing you to my friends in the mountains, the state you're in. What? Which friends? Wow, it's just an aging organization in desperate need of some young blood. Another time, perhaps. Look, thanks for this. Another 20 seconds, I'd have had the cops all over me. What the hell happened back there? Don't worry about it, okay? It's not worth it. I'm helping a bleeding girl who won't go to hospital or the cops flee the scene of a dead body. I reckon I deserve some deets here, girlfriend. Just a job that went wrong. Trust me, don't want to know. Oh, come on. I love hearing about criminal bloopers. Makes me feel so much better about myself. So you're in the game? Ja, ich bin, you know, it really pains me when people refer to my lifestyle choices as a game. Really undermines all my hard work. Look, we hit a pawn shop, okay? But it was a sting. Cops were waiting for us. Supposed to be an easy job, low risk, 20k each. I was the driver. And not a very good one. Hey, I got us through three roadblocks. We had half of San Andreas law enforcement on our ass. We'd have been home free if that son of a bitch hadn't pulled a blade on me at 100 miles per hour. Spun us off the road. You cross me, I put you down. No second chances. Mm. Sounds like you need to find a better crew. Considering I got two in custody and the other one dead on the side of Sonora Freeway, I need any crew, period. Why? You know someone? Maybe you should do something about that pile of blood and guts pouring out of you before you go updating your resume. They got nothing to connect me. No real names, no addresses. Left all the money. Way too hot to wash. I'll get myself patched up, lie low at the safe house for a day or two, then see what I can put together. This is it. Listen, I ain't sure what you're into, but if you need a driver anytime, you let me know. Okay, wird gemacht. Crewmitglied Talina Martinez, für Hauptfeuer freigeschaltet. Ah, ich bin zum Glück immer ein sehr freundlicher Mensch. Beklau auch die Leute. Das ist einfach nicht freundlich. Ich will das. Weiter mit der Nase. Ich finde das sehr freundlich. Ich muss mal ein Stück aus der Whiskypulle nehmen, damit ich wieder ordentlich reden kann. Ja, ich sitze auch voll unbequem. Ey, da oben ist ein Zug. Den man leider nicht fahren kann. Ich hoffe, es wird noch gepatcht. Ich will auch, dass sie noch Yachten reinpatchen und
was man seine Häuser selber einrichten kann. Ich glaube, schon mal im Online-Modus hat das schon mal erzählt. Nee, habe ich das schon mal erzählt? Nee, habe ich das immer hier erzählt sogar. Ich glaube, das habe ich hier schon mal erzählt gehabt. Das hört sich gerade so vertraut an.